So Leute, damit natürlich mal wieder ein herzliches Willkommen. Wir hatten das letzte Mal eine sehr, sehr verdächtige Sirene. Einfach von jetzt auf gleich. Ich habe mir gedacht, so, Alter, was ist da los? Wen wollt ihr da bitte forschen? Und ich bin natürlich wieder am Stiel. Wer weiß, ob es natürlich da bei dem Ein- oder Outro was mal wieder geben könnte. Aber es schaut jetzt wieder alles relativ normal aus. Das ist ja das. Es schaut jetzt alles viel zu sehr normal aus. Ist super. Ihr Leihmann, Gott sei Dank. In der Hoffnung, dass wenigstens kein deppertes Viech jetzt daherkreut. Weil sonst haben wir ordentliches Problem wieder miteinander. Müssen wir sie wieder durchfighten. Das geht nicht. Machen wir sich. Ey, ich wollte es gerade sagen. Auch wenn wir nicht gut durchschauen können. Sicher, sicher. Wie schaut's aus mit der Pistole? Ein paar Schuss hätten wir. Ja, ein paar Schuss hätten wir, aber die Sirene, wo ist drum und dran? War irgendwie schon geil. Es wirkt irgendwie, wäre es wenigstens auch so ein bisschen so hellig der Tag, so z'Mittag oder so wirkt das jetzt gerade auch so ein bisschen. Deshalb könnte man auch sagen, die Sirene und alles. Oh, die depperte kleine Göre! Oh, die scheißt mal fix wieder rein. Die scheißt mal fix wieder rein, 100%. It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? Kleine freche Göre. I don't know. What's a big dum-dum like you doing here anyway? Hey, that's not very nice. Didn't your parents teach you any manners? What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait. How do you know her name? Das frage ich mich jetzt auch. What? Okay. Wow. wow. Das frage ich mich jetzt aber auch. Oder von wo hat sie den Namen gekannt? Und alles. What the fuck? Ich mache natürlich so gut wie es geht alles kaputt. Weißt du, was mich mal halt einfach so wundert? Da wäre es ja noch keine Viecher unterwegs. Es ist halt nur der dichte Nebel halt mal wieder klassisch. Mal wieder am Start, aber dabei. Oder normalerweise alle 2-3 Meter sind schon wieder irgendwelche Eichenviecher. Was ist denn da los? Ui. 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 Ich habe so das Gefühl, dass da jetzt irgendwas Großes kommen wird. Irgendwas sehr, sehr Wichtiges. Irgendwas Interessantes. Irgendwas Bedeutsames. Da habe ich so das dezente Gefühl. Weißt du, irgendwie. Es könnte bedeutsam sein. Es hört sich jetzt gerade ein bisschen arg an, aber ich habe so das Gefühl, dass dieser Bereich irgendwie relevant sein wird. Wichtig. Ich gehe mich aber trotzdem noch sicherheitshalber ein bisschen umschauen. Sicher, sicher. Stapel wollte gerade sagen, so, Alter. Bin ich so Scharsacker, da braucht das Spiel ein bisschen länger. Aber ich glaube, durch die Sirene. Also, es hört sich zwar jetzt ein bisschen deppert an, aber ich glaube, durch die Sirene, dass wir für eine kurze Zeit. Das hört sich zwar jetzt irgendwie ein bisschen deppert an, aber dass wir für eine kurze Zeit so sowas wie eine Art geschützt sind oder safe sind. Weil das sonst kein anderes Viech ist. Das ist das, was mich jetzt gerade so wundert. Muss mich aber da trotzdem noch ein bisschen umschauen. In der Hoffnung, dass da nicht doch vielleicht sogar irgendwo was herumliegen könnte, was wir gebrauchen könnten. Auch wenn es auch nur ein Gegenstand ist. Auch wenn es nur ein Gegenstand ist. Wichtig und richtig, liebe Leute. Ganz, ganz wichtig. Wahrscheinlich werden wir eh auch bei mehreren Bereichen dann noch durchgehen. Aber weißt du, sicher, sicher. Schauen wir sich ein bisschen um. Alle Ressourcen, die was wir halt quasi finden, die werden wir brauchen. Die werden wir definitiv brauchen. Oder hey, vielleicht eine Stadtkarte, vielleicht auch noch, oder irgendwas in der Richtung. Eine ruhigen kleinen Stadt am See. Also so ruhig ist die Stadt jetzt aber anscheinend auch wieder nicht. Obwohl sie alle geflüchtet sind. Ja moin. Na, sonst hast du eigentlich eh nur den Injektor.
Okay, schade. Haben wir dann schon erwartet, dass ich da wenigstens ein bisschen mehr finde. Aber hey, drauf geschissen. Aber ich glaube, jetzt wird's relevant. Ich glaube, jetzt wird's wichtig. Hab so ein ganz, ganz komisches Gefühl, dass es hier irgendwie sehr, sehr wichtig sein wird. Sehr relevant. Weil gerade für ihn und für Mary. Ich bin gespannt. Bin gespannt. Aber es ist so verdächtig ruhig. Weißt du, was ich meine? Es ist halt so diese Anspannung. Es ist halt so dermaßen verdächtig ruhig. Aber hey, wen haben wir denn da Schönes? Servus, grüß dich, servus. Mary? Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. Your face, your voice. Die Musik im Hintergrund, ist das deine Mutter? Ich frage nur für einen Freund. I don't look like a ghost, do I? See? Warm. Sorry, I got confused. Hey, where are you going? I need to find Mary. Didn't you say she died? Hä? Yeah. Habt ihr das? 3 years ago. Habt ihr das? I got a letter from her. A letter? I know how it sounds. I don't... Hey. It's okay. So, what did the letter say? She said she was waiting for me in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? I don't know anymore. Was something. I can't quite. Hey. I think I might know. I mean, there's this one place. Not far from here. Wo und wie die uns denn bitte entführt, Digga? Jetzt bin ich gespannt. The kind two lovers might call special. Bumsotten, ja, Digga. Unless you have somewhere else to be. Something else to do. Hey, easy there. I'm just messing with you. Come on. It's this way. You're coming with me? Dankeschön. Can you just tell me where it is? You're just gonna leave me here? Alone? With all these monsters around? Oh, no, I just... Ist das sonst die ganze Zeit geschafft? Is it because I remind you of her? You loved her, didn't you? Didn't you? All right, just... Also sie, wenn sie eine Nutte sein soll, dann ist es echt eine gute Nutte. Die hat wenigstens was im Köpfchen, Digga. Es gibt mir halt aber auch irgendwie so diese Vibes. Ja, sie ist anscheinend ja echt. Weißt du, was ich meine? Aber so, sie... Ich habe so eher so das Gefühl, dass sie... quasi sie die Mary so darstellen sollte,
wie er sie gerne hätte oder irgendwas in der Richtung. Ich weiß nicht, das irgendwie kommt es mir ein bisschen schräg vor, ein bisschen verdächtig. Ich weiß nicht, wie ich das am besten formulieren sollte, aber es wirkt irgendwie auf mich so. Es wirkt, ehrlich gesagt, wirklich sehr auf mich so. Ja, aber das heißt nur. Ja, aber so wie der Satz formuliert worden ist, würde ich eigentlich jetzt fast sagen, dass es jetzt gar. Das könntest du eigentlich auch kriegen davor, bevor es gestorben ist. Also. Okay, interessant. Sehr, sehr interessant. Sicher, dass das keine Nutte ist? Jetzt fehlt nur noch das Arschgeweih, Digga. Eieiei. Aber es gibt halt wirklich so diese komischen Vibes. Ist halt sowieso die Frage, ob eigentlich alle Menschen hier überhaupt echt sind. Beziehungsweise ob hier allgemein überhaupt irgendetwas echt ist. Weißt du, was ich meine? Okay, der Ort will wahrscheinlich schon echt sein und alles drum und dran. Silent Hill, aber ich. Wer weiß? Weißt du, was ich meine? Weil es gibt mir halt immer wieder so mehr das Gefühl von, dass es vielleicht alles eigentlich gar nicht real ist. Weil wieso sollte dann das kleine Mädchen wissen, wieso er überhaupt allgemein hier ist? Wieso, weshalb, warum? Das würde mich ein bisschen mehr interessieren. Dass das kleine Mädchen gleich mal war, so gepasst. Wegen der Mary. Das finde ich halt interessant. Ich finde das schon mal sehr, sehr verdächtig. Sehr, sehr verdächtig. Wanna take a breather? What? I know, I just. Sorry, I'm just a bit preoccupied. It's fine. You know, if there's anything you want to talk about, anything at all. No. Let's just keep moving. Finde ich aber schon mal gut, die Interaktion miteinander. Finde ich aber auch wichtig, dass man ein bisschen mehr Dynamik jetzt in dem Spiel hat. Dass man wenigstens mal einen Begleiter hat, mit dem man auch reden kann. Ich hoffe, dass es keine Escort-Mission wird. Das hoffe ich mal definitiv nicht. Aber ich kann mir auch relativ gut vorstellen, dass es jetzt eigentlich eher quasi in die Richtung gehen wird, dass wahrscheinlich nicht mein Gegner jetzt vorkommen wird. Das Gefühl habe ich sogar ein bisschen. I think it's easier if I just show you. Ich habe so das Gefühl, dass sogar nicht einmal Gegner vorkommen werden. Dass du dich ein bisschen umschauen kannst, ein bisschen vielleicht auch eher runterkommen kannst. Vielleicht kann auch die ein oder andere Situation auch vorkommen. Das kann vielleicht gut möglich sein. Aber ich glaube eher weniger. Aber schon wieder das nächste Büdel. Dreh um. Schon wieder die nächste Zahl. Das würde mich sowieso interessieren, was es mit den Bildern da auf sich hat. Wer ist denn da so ein leichter Stalker? Wir haben da so die 10 zu einem kleinen Fetisch. Ich frage nur mal sicher zu, aber für einen Freund. Ja, sicher, beim Schach spielen. Mit was tun wir denn handeln? Mit was spielen wir denn? Da spielen wir mit die Schusswaffen. Mit Patronen. Bei den ganzen Viecher kannst du es eh gut gebrauchen. Aber weißt du, ich schaue mich sicher jetzt aber lieber um. Mich würde es aber trotzdem interessieren. Who is that? Just a woman. Killed for no real fault of her own. By moral upstanding folk. Common theme, I guess. What do you mean? In history, you know? Mich würde es auch interessieren,
ob jetzt dann noch irgendwelche Viecher dazukommen. Das wäre halt irgendwie noch so ein bisschen so zusätzlich relevant, damit ich quasi sagen könnte, ob's vielleicht sogar, es hört sich zwar jetzt gerade ein bisschen extrem an, ob sie überhaupt wirklich echt ist oder so. Oder es liegt halt einfach wirklich an der Sirene. Sobald du die Sirene hörst, ist Schicht im Schacht. Alle Viecher sind einmal für ein paar Stunden mal wieder weg. Du bist einmal so halbwegs in der realen Welt wieder angekommen. Aber das Problem ist, wir hatten ja schon mal diese eine reale Welt und trotzdem sind die Viecher aufgetaucht. Also dementsprechend verdächtig. Sehr, sehr verdächtig. Aber ich rechne trotzdem damit, dass irgendwann einmal wieder die Viecher daherkommen. Habe ich keine Karte? Nix, gell? Nein, ich habe gerade aktuell keine Karte. Das ist scheiße. Weil das wäre jetzt sehr, sehr praktisch. Das kann lustig werden. Aber hey, auf der 5? Oh! 107. Okay, er repariert den Raum. Okay, ja, passt, ja. Das wäre so lustig. 107. Das wär's. Das wäre jetzt aber geil. Das wäre jetzt aber geil. Aber 5. Aber hey, vielleicht in der 5 finden wir's. Ja, mich hat's eigentlich quasi aber nur gewundert. Warum er eigentlich nicht seine Karte verwendet. Okay, das wollte ich eigentlich zwar jetzt nicht, aber ist ja wurscht. Aber interessant ist, dass ich es trotzdem verwenden kann, obwohl es den Typen gut geht. Das ärgert mich ein bisschen. No. Da wird gerade frisch spudert. Wo es wüst von einer? Hey. How'd you do that? Geh bitte, der Scheiß, der da, Alter. Madame, du hast sicher schon Schlimmeres gemacht. Geh, komm. Brauchst du jetzt ja auch nicht ausscheißen. Ja, mich würde es trotzdem halt interessieren. Weil ich will jetzt nicht jedes Mal immer in das Menüschkal reingehen. Aber ja, zeig einmal her. Das ist sowieso die falsche Karte. Alles klar, Digga. Ich glaube, wir können die Karte nur nicht einsetzen, weil wir halt nichts von der Gegend haben. Apartment. Sieht man was da? Ah! Da haben wir die richtige Karte. Na schau, da haben wir Tresor, dieses, jenes. Villa, Reverse, Theater, Tankstelle, Krankenhaus, Heaven's Night, Apartments. Ja, wenn wir schon irgendwo Silent Hill Geschichtsverein. Interessant. Oh. Also bei gewissen Türen komme ich anscheinend doch noch rein. Aber das ist nicht 107. Will ich jetzt einmal nur kurz gesagt haben. Cozy. There's something wrong with it. I think we should leave. Oh, loosen up, James. It sure beats running around with those monsters out there. I'm not so sure. Da haben wir. Achso, Speicherpunkt. Ich denke mir gerade so, da haben wir ja mal endlich eine Karte. Wir haben ja einen Speicherpunkt, schätze nicht da. Is everything alright? Interessante Aussage jetzt gerade. Es wirkt irgendwie so, wie hätte es sich dann ein bisschen verändert, oder was? It's like you froze for a second. Yeah, ich hab sowieso das Gefühl, solange ich mit dir unterwegs bin, ist alles in Ordnung. Habst du da so ein verdächtiges Gefühl? Ich hab da ein sehr, sehr verdächtiges Gefühl, dass eigentlich quasi alles in Ordnung ist, solange ich mit dir unterwegs bin. Na dann, hätte ich gesagt, machen wir mal Klasse am Kopf. Na, Gebiete, schaust du nicht da. Hey, das Quantel ist auch sexy, bist du eppert? Was haben wir denn da Schönes? Soll ich hier auch noch aufmachen, oder was? Na komm eine da, schaust du nicht da. Da, ich mach das sogar auf. Ich bin einmal so lieb. Wo ist sie? Kommt sie nicht? Ich denke mal, Alter, ich denk's mir gerade. Kein Problem.
Ich würde mal sagen, wir machen da mal den Wahnsinn. Definitiv. Stefan, du musst ja auch was denken von ihm. Hast du was gefunden? Okay. Du könntest doch ruhig in 100.000 anderen Sachen reinschauen. Also, mein ich halt jedenfalls zumindest. Alles klar. Oh ja. Und wie wir die Sachen brauchen werden. Und wie. Du nur ab und zu einen kleinen Durchchecker machen. Eins, drei, acht, null. Eins weniger, eins mehr. Drei weniger, eins mehr. Was? Für eins weniger, eins mehr? Warte, ich mach mir davon ein Foto. Ich mach mir davon jetzt definitiv ein Foto. So. Sicher ist sicher. Ich glaube, das wird dann wieder relevant werden. Also eins weniger. Also würde ich einmal sagen, dann null. Dann eins mehr, die vier. Dann 3 weniger ist die 5 und 1 mehr ist die 1. Auf Deppert jetzt angelehnt. Hätte ich jetzt einmal gesagt gehabt. Damit wir den Tresor öffnen können. Ja, ich glaube. Ich glaube, das wird schon passen. Aber jetzt erst einmal sammeln. You think I'd look good in this one? Oh, bist deppert noch auf Reizen, da geht's eh nicht mehr, oder? Jetzt wird eh nur noch Lack und Leder. Leder, sorry. Sure. Not quite the ringing endorsement, but hey, I'll take it. Na sicher, pfff, ist jetzt nicht, gönn dir. Wenn's dir taugt. Ich bin zwar nicht so dieser Tigerhaverer, aber hey, wieso nicht? Sieht man wenigstens Arschgewehr vielleicht. Da sieht man vielleicht wenigstens ein bisschen was. Ja, immerhin. So, da haben wir es eh auch probiert. 105. Ich gehe nur sicherheitshalber nochmal die Türen durch. Ob auch wirklich, wirklich zu ist. Weil es wäre ein bisschen schade drum um die Items. Das ist jetzt alles durch. Beinhart. Ich weiß zwar, man hätte nachschauen können, aber ich gehe da trotzdem gar nicht durch und gehe mal nachschauen. Nicht, dass ich irgendwas verpasse oder so, das wäre halt ein bisschen bitter. Ja, bei der Tür mal nicht. Da kannst du aber eh auch nicht durch. Im OSI. Beinhard. Beinhard. Einfach OSI machen. So. Da wären wir mal wieder. Gut, dass es wenigstens die Null gibt. Sonst wäre ich ein bisschen in den Arsch gegangen. So, ich schaue nochmal ganz kurz nochmal in die Fotos rein. Beim ersten haben wir ja gesagt, das ist die 0. Dann die 4. Dann die 5. Und dann die 1. Bombe, Digi. Bombe. What the fuck? Nimm mal. Bist du deppert, Alter? Holy moly. Ach du Scheiße, oder bist deppert, hast du keine Waffe oder irgendwas? Wenn wir den Schlüssel jetzt nicht einmal mehr gescheit ausschauen können. Weil ich erstens mit dem Handy gespielt habe und zweitens, dass ich das hab jetzt machen müssen. You think you just saved my life back there? Warte. Ein Schlüssel, den du zum... dass du im Tresor Jacks Motel gefunden hast. Untersuchen, zeig mal her. Ja. Kann ich das nicht wenden oder so? So am I. Gehen wir mal nur sicherheitshalber alle Türen durch. Ich weiß zwar, wir haben keine abgesperrte Tür gehabt, also die, was jetzt verlangt hätte, dass wir einen Schlüssel brauchen. Aber es ist der sicher sich. Okay, passt. Bis der Part Sims Alabim plötzlich weg, oder was? Yay. Aber